Tagesordnungspunkt 77, Beschlussempfehlung, Berichtausschluss für Umwelt und so weiter. Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 203944 zu Drucksache 203681. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das sind die restlichen Fraktionen des Hauses. Fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 78, Beschlussempfehlung, Berichtausschuss für Wirtschaft. Antrag Fraktion der SPD, Drucksache 203945 zu Drucksache 203684. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die AfD. Wer ist dagegen? Das ist die SPD und die Linke. Wer enthält sich der Stimme? Die Freien Demokraten, fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 79, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt. Dringlicher Antrag Fraktion der AfD, Drucksache 203946 zu Drucksache 203760. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen und die Freien Demokraten und die Sozialdemokraten und die Linke. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 80, Beschlussempfehlung und Bericht. Kollege Lenders zur Geschäftsordnung, bitte. Der Hinweis, die Beschlussempfehlung hat Punkt A und Punkt B. Und der Punkt A unterteilt sich nochmal in Klein A und Klein B. Und wir möchten ganz gerne Klein A und Klein B getrennt abgestimmt haben. Alles klar, dann machen wir das. Also, nochmal, Tagesordnungspunkt 80, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, Antrag Fraktion der SPD 20-3962 zu 203685. Ich lasse zunächst abstimmen den Punkt klein a unter groß a. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und CDU, wer ist dagegen? Fraktion Beschlussempfehlung, ja, Entschuldigung, Beschlussempfehlung. Gut, dann machen wir es nochmal von vorne. Ich hol mir mal das Stückchen Papier, die Zeit wollen wir uns doch nehmen. Ach, danke schön, Frau Strauß-Zielbauer. Also ich lasse die Beschlussempfehlung abstimmen, ne, damit es klar ist. Machen wir nochmal von vorne. Also, Groß A Beschlussempfehlung und da haben wir Klein A und Klein B. Und jetzt lasse ich abstimmen Groß A, Klein A. Der Beschlussempfehlung. Wer dafür ist, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die AfD. Wer ist dagegen? Die Freien Demokraten, die Linke und die Sozialdemokraten, fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Ich lasse abstimmen die unter Groß A, den Punkt Klein B und frage, wer für Beschlussempfehlung natürlich, wer dafür ist. Das ist Bündnis 90 Die Grünen und die CDU und die AfD und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die Sozialdemokraten und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Ist nicht der Fall, fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Lasse jetzt abstimmen insgesamt die Beschlussempfehlung. Darf fragen, bitte? Brauchen wir nicht, dann machen wir. Ach so, ist ja nur B. Alles in Ordnung, dann sind wir durch mit dem Ding. Ja, alles klar. Gut. Schön, danke schön für die Hilfe. Tagesordnungspunkt 81, Beschlussempfehlung und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses, ist ein Antrag der Fraktion Die Linke. 203963 zu 203686. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das CDU, Bündnis 90 Die Grünen und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Fraktionslose. Ihr enthaltet euch. Also die Sozialdemokraten enthalten sich. Fraktionslose Abgeordnete sind dennoch nicht anwesend. Insoweit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 82, Beschlussempfehlung, Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss. Dringlicher Entschließungsantrag CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Es geht um die Krankenhauslandschaft 203964 zu 203766. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist denn dagegen? Die AfD, die Fraktion die Freien Demokraten, die Sozialdemokraten und die Linke. Fraktionslose Abgeordnete nicht anwesend. Enthält sich auch jemand? Nein, das ist nicht der Fall. Dann haben wir die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 90, Beschlussempfehlung und Bericht Entlastung der Landesregierung wegen der Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2018, 204032 zu 202375 zu 201136. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Der Rest des Hauses sind fraktionslose Abgeordnete anwesend. Nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. So, nach meiner Liste sind wir damit am Ende der Abstimmung und am Ende der Tagesordnung für den heutigen Tag. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass in 30 Minuten der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und so weiter hier im Plenarsaal zusammenkommt, weil sauber gemacht werden muss, Frau Kollegin.
bis 21, wenn er früher zusammenkommen wollt, kommt halt früher zusammen. Aber so ist die Vereinbarung mit den Geschäftsführern gewesen. Wer das kritisiert, kann das kritisieren, aber es ist halt so. Muss sauber gemacht werden. So ist es. Wir wollen ja hier ein bisschen Ordnung halten. Bis 21 Uhr sind Testungen vor dem Medienraum möglich. Also Kollegin Hinzmann kann die Zeit nutzen, sehr gut sogar nutzen. Ich lade Sie ein zu einem weiteren ereignisreichen Tag am Donnerstag. Genießen Sie den Abend und wenn Sie Zeit und Lust haben, kommen Sie einfach morgen wieder.